Auf dem Gelände des Wasserwerks Großschönwalde wird derzeit ein Trinkwasserhochbehälter errichtet. Am 16. September haben die Stadtwerke aus diesem Anlass den Grundstein für den neuen Trinkwasserspeicher gelegt, der ab Ende 2017 die Trinkwasserversorgung in Greifswald sicherstellt. Für dieses Bauvorhaben sind 3,6 Millionen Euro geplant, so wie der Planer, der Vertreter des Planungsbüros, uns gerade mitgeteilt hat, liegen wir auch im Budget auf der richtigen Seite. Das heißt, wir werden die Kosten einhalten, lieber unterschreiten als überschreiten und auch die Bauzeit. Das heißt, dass im nächsten dritten Quartal 2017 dieser Behälter in Betrieb gehen wird. Der Trinkwasserbehälter mit seinen 4 Kammern fasst insgesamt 3600 Kubikmeter Trinkwasser, also 3,6 Millionen Liter. Er wird somit die 2 bisherigen Speicheranlagen in Dietrichshagen ersetzen, die 1905 bzw. 1982 erbaut worden sind. Dazu wird eine neue Pumpanlage installiert, die 700.000 Liter die Stunde befördern wird. Alle Haushalte in Greifswald profitieren davon. Wir haben die Wasserversorgung in Greifswald so aufgebaut, dass wir 2 Wasserwerke, 2 Druckerhöhungsstationen und 2 Behälter haben, sodass wir im Falle eines Ausfalls auch für ungefähr eine Woche über ein Wasserwerk versorgen können. Dann wird es allerdings ein bisschen eng. Bis dahin müssten alle Schäden behoben sein. Und deswegen wird mit diesem neuen Behälter jeder Haushalt in Greifswald auch seinen Nutzen haben. Für die Grundsteinlegung wurde eine Kupferhülse mit einer Tageszeitung, Bauplänen sowie ein Satz Euromünzen befüllt. Dr. Arthur König, dem Vertreter des Planungsbüros Jörg Meyer, Detlef Lorke und Thomas Brause haben die Hülse in den vorbereitenden Grundstein versenkt. Für die Hansestadt Greifswald und die Menschen, die dort wohnen, bedeutet das, dass sie weiter ihren Stadtwerken, ihren Wasserwerken vertrauen können, dass wir die Verantwortung nehmen für Mensch, Region und Umwelt und dass wir für sie da sind, in allen Punkten, ob Strom, ob Gas, ob Fernwärme oder auch Wasser. Und dass wir mit diesem Trinkwasserspeicher natürlich dafür sorgen, dass die Menschen weiterhin sehr zuverlässig jeden Tag 24 Stunden am Tag mit frischem und hochqualitativem Trinkwasser versorgt werden. Seit etwa 4 Wochen wird aktiv auf dem Gelände der Wasserwerke gebaut. Für mindestens 50 bis 60 Jahre soll der neue Trinkwasserhochbehälter die Wasserversorgung für Greifswald absichern.